Moin, moin, Tag, Servus und Grüße, meine lieben Nemos, und willkommen zu dieser Ankündigung. Ich bin's wieder, euer Nobody. Vielen Dank, dass ihr einschaltet. Ihr Lieben, die Sommerferien sind da, bedeutet auch Urlaub naht. Ich habe noch eine Arbeitswoche vor mir, dann geht's ab in den Urlaub im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden nicht weit wegfahren, auch wenn wir dazu Lust hätten. Dieses Jahr ist Thüringen erstmal angesagt. Hauptgrund ist auch die Taufe unserer kleinen Maus, die endlich stattfinden kann. Und ja, danach kann es auch sein, dass es nicht allzu lange dauert und wir umziehen werden. Das ist ein langes Heckmeck gewesen mit dem Umzug. Wir müssen uns halt nach dem Arbeitgeber richten. Und ja, sobald wir umgezogen sind, kann es auch leider passieren, dass wir auf Land erstmal für ein paar Tage sind. Naja, je nachdem, wie schnell unser Internetprovider ist. Schauen wir mal. Ja, das ist immer das Nervigste, finde ich, am Umzug. Naja, eigentlich der gesamte Umzug. Aber das mit dem Offline-Sein, dann, ja, gucken wir mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mit den Lost Pros schon einiges aufgenommen. Ne? Vorratsaufnahme, Konservenaufnahme, wie ich das nenne. Vorproduktion. Die Folgen werden wie gewohnt weiterlaufen. Kommende Woche werden wir auch nochmal weitere Aufnahmen machen, in der Hoffnung, dass es dann wirklich auch noch bis nach den Sommerferien reicht. Bedeutet, in der Zeit können wir dann leider auch nicht so auf die Kommentare eingehen oder beziehungsweise, wenn ihr jetzt sagen solltet, da dies, das und das könntet ihr machen, ist schon passiert. Und ja, mit Satisfactory müssen wir mal gucken, wir haben da auch nicht mehr so lange zu zocken. Wir haben fast alles erreicht. Was sein kann, dass ich dann wirklich meine Staffel 3 anfange, beziehungsweise mein Single-LP wieder. Ne? Quasi back to the roots nach einem Jahr. Ich fing ja damals mit Satisfactory an, damals im Mai, vor einem Jahr. Und ja, schauen wir mal, was da kommt. Ich werde vielleicht noch das ein oder andere weitere Let's Play auch so mal aufnehmen und dann mit veröffentlichen lassen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall gibt es einiges zu tun, auch beim Umzug. Ich werde nicht, auch wenn ich Internet habe, direkt loslegen können. Ich muss mir unten im Keller erstmal ein Gaming-Zimmer erstmal einigermaßen einrichten. Ich werde noch dasselbe Gaming-Setup haben, weil anders alles andere ist zu teuer. Heutzutage für ein vernünftiges Gaming-Setup, wo man, naja, ich sag mal, ein richtiger Gamer schon mal sein Herz aufschlägt, kostet leider schon alleine nur der Rechner. Mit einem Pipapo drin 4 bis 4,5. Ne? Ist das schweineteuer. Mal davon abgesehen, wenn man dann noch mehr Bildschirme haben will und hast im Spiel. Sehr teures Hobby leider. Und sorry, das habe ich jetzt nicht so locker sitzen. Family first, ne? Gut, wie dem auch sei, ich werde schon mal die Basics einrichten, Teppichboden und an der Wand Schallschutz und so weiter und so fort, denn sonst hätte man ein Echo, Echo, Echo. Das wäre nicht so cool. Ja, und schauen wir mal, was ich sonst noch alles mit dem Gaming-Zimmer mache. Da könnte auch ein Musikzimmer draus werden. Ja, mal gucken. Ja, ich gönne mir auf jeden Fall dieses Jahr, betone ich, eine kleine Pause, einen Urlaub. Denn, ihr wisst, es ist ein Hobby für mich. Ich teile mein Hobby mit euch, es macht mir auch Spaß. Ich finde es auch toll, wie ihr mich unterstützt mit Kommentaren, Tipps, Vorschlägen. Mal einen Daumen nach oben da lasst oder das ein oder andere Abo, finde ich auch toll. Und nur vergangenes Jahr habe ich das erst angefangen zu begreifen. Ich wollte es ja als Hobby machen und dann habe ich es zu ernst genommen. Ich hatte vergangenes Jahr das mit den eingeklemmten Nerven und der Entzündung und habe mich dann quasi gequält. Aber ich sag mal so, es war eigene Schuld. Ich wollte damals das Rollenspiel, was ich mit Xentor aufgezogen hatte in Imperium, einfach machen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war halt unter Schmerzen. Da habe ich mir damals gedacht, nee, sowas machst du nicht wieder. Gesundheit zuerst und auch generell im Urlaub mal Fuß vom Gas. Ja. Denn das Allerwichtigste für mich ist natürlich meine Familie. Wie für euch auch. Und ich möchte nicht, dass meine Familie halt unter meinem Hobby leidet. Das wäre dann richtig scheibengleistermäßig. So, damals
kurz bevor meine Kleine geboren wurde, bin ich in Babypause gegangen und bin auch viel zu früh leider wieder aus der Babypause raus. Ich bin aber ruhig wie geplant 2 Monate noch weiter Zeit nehmen sollen. Es sei gesagt, die Kleine war zum Glück von Anfang an pflegeleicht, aber ich habe dann halt auf den ein oder anderen Schlaf und so weiter verzichtet, ne? Weil für mich war klar, mein Privatleben darf darunter nicht leiden, meine Frau darf darunter nicht leiden und auch das Baby, was kommen würde und dann da war. Und zum Glück ist das auch immer so eingehalten worden. Da bin ich sehr froh, sehr glücklich. Denn Hobby ist Hobby. Und ein Hobby sollte niemals Überhand über ja, das eigene Kind oder die Frau nehmen. Bla 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 bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist Urlaubszeit. Ich gucke, dass regelmäßig Folgen kommen. Vielleicht fällt Satisfaction aus. Drückt mir die Daumen, dass alles klappt mit Urlaub. Und hey, falls ihr mich unterstützen möchtet mit dem neuen Gaming-Setup, wäre ich nicht abgeneigt. Gut, ihr Lieben, ich sag bis dahin, habt auch eine schöne Zeit und wir sehen uns. Ciao, tschüss, euer Nobody.